Hallo meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Teil Blade & Soul. Und zwar wollte ich euch heute mal meinen kleinen Blade Dancer vorstellen oder Kling Tänzer oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Oder LBM, Lin Blade Master, whatever. Was gibt's da zu erzählen? Also, zuerst zu den Skills. Meine Skillung ist, ich selber würde mal behaupten, es ist eine Hybrid-Skillung, sprich sie ist für PvP und PvE geeignet. Jetzt kommen natürlich hier die Oberprofs, ey, immer umscalen für PvP, aber ich habe da keinen Bock drauf, weil da habe ich mir selber was zusammengestellt, womit ich ganz gut klarkomme. Das Spiel ist jetzt 4 Wochen draußen und ja, ich denke mal, ich bin top equipped bis jetzt. Also so ziemlich das meiste, was so gehen kann, denke ich. Am besten zeige ich euch jetzt direkt die Skillung und dann legen wir mal los. Also zuerst haben wir den Skill Batujutsu. Batujutsu ist verfügbar, während ihr euren C-Skill aktiviert habt. Das ist der Blitzhieb. Im Prinzip der Klingentänzer zeichnet sich auch durch seinen hohen Burst-Schaden. Er macht nicht viel DPS, also da ist ein, weiß nicht, also ein Gewaltenbändiger macht wesentlich mehr DPS wie ein Klingentänzer. Aber der Klingentänzer haut den Burst raus, da wisst ihr nicht, wo oben und unten ist. Wie gesagt, C-Skill aktiviert, dann seid ihr in dieser Blitzhieb-Stellung. In der Blitzhieb-Stellung könnt ihr den Skill Batujutsu benutzen, das ist dann der Links-Click. Wenn ihr den linken Weg komplett skillt, habt ihr zentrierten Schaden auf einen Mob oder auf euren PvP-Gegner. Sprich, ihr habt hohen Schaden, könnt schneller schießen, also schneller diese Blitzhiebe rauslassen. Und das ist mein persönlicher Favorit. Dann habt ihr noch den rechten Weg. Der rechte Hieb ist dafür da, ihr macht mit dem rechten Hieb AOE-Schaden. Rechter Hieb, sage ich, mit dem rechten Weg macht die AOE-Schaden. Weniger Schaden ein bisschen, aber halt AOE. Also von der DPS kommt es höher. Aber ihr macht weniger Schaden dem einzelnen Mob gegenüber. Also sprich, der Schaden zentriert sich nicht mehr auf einen Gegner, sondern er geht im AOE über und verteilt sich sozusagen. Also damit macht ihr weniger Schaden, aber ist in der Menge besser. Ich persönlich bevorzuge den linken Weg, weil PvP, ganz klar, immer nur links benutzen. Ja, und bei den Endgegnern, beziehungsweise bei den Bossen, ist natürlich der linke Weg auch besser, weil ihr zentriert euer Damage nur auf einen Gegner. Oh, so viel Gelabere. Rechte Maustaste, das ist der sogenannte Blitzschock, den habe ich auch geskillt. Den habe ich aber eigentlich, ist der nur für PvP. PvE bringt ja nicht viel, aber ist auch nützlich. Deswegen ist für mich auch wieder so ein typischer Hybrid-Skill. Den könnt ihr auch nur in der Blitzhiebstellung nutzen. Und zwar habe ich den so geskillt, dass er den mittleren Weg, den ersten nimmt, weil, sobald er hier ist, habt ihr mit der rechten Maustaste einen Stun. Perfekt, damit könnt ihr Bossmonster kurzzeitig stunnen, wenn sie eine große oder schwere, starke Attacke machen. Und im PvP könnt ihr dem Stun dann aufs Maul hauen. Aber halt nur in dieser C-Stellung, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Was habe ich noch geskillt? Den Blitzstahl? Jetzt mal Slick. und zwar ist das der F-Skill, den ihr drückt, während ihr eine Kumulierung im C-Skill habt. Also ihr habt den C-Skill, benutzt den, seid in eurer Burst-Stellung. Haut den Links-Click raus und bekommt ihr so einen kleinen Punkt neben eurem Charakter. Und sobald ein Punkt da ist, könnt ihr F drücken. Und während ihr F drückt, der Skill macht halt relativ viel Schaden. Und hier steht, bei Verwendung verbraucht elektrischer Geist ein und bei jedem Treffer eine Kumulierung. Sprich, er bekommt einmal Bluten. Mehr DPS über Zeit. Und wenn ihr F drückt, damit der Skill ausgelöst wird, bekommt ihr wieder ein bisschen Chi mehr. Mehr Chi gleich mehr linke Maustaste. Mehr Burst Damage, gut. Was haben wir noch? Den Tab-Skill, der Wirbel. Viele Spieler nehmen auch den linken Weg, weil man dann den Strudel bekommt. Der Strudel ist, ihr macht einmal Wirbel mit Tab, könnt im Wirbel F drücken für den Strudel und habt Bewegungsgeschwindigkeit 60% mehr für 6 Sekunden. Damit speedet ihr ab wie Speedy Gonzales. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Ich persönlich bevorzuge aber den rechten Weg, weil, jetzt passt auf, ich lese euch vor, bei erfolgreicher Abwehr regeneriert 3 Fokus. Ja, man kann mit dem Skill dann deffen, also parieren, abwehren, wie auch immer. Da steht auch, pariert mehrere Angriffe von 0,5 Sekunden nach dem Wirken. Der Skill hat 1 Sekunde Cooldown, ihr drückt Tab, habt 0,5 Sekunden, seid ihr immun gegen alles, 0,5 Sekunden lang. Muss gut getimt werden, ist aber, wenn man es drauf hat, perfekter Skill. Also ich finde, das ist einer der Skills, die den Blade Dancer ausmachen. Was habe ich noch? Aufsteigender Falke. Aufsteigender Falke ist auf jeden Fall einer auch der nützlichsten Skills. Und zwar, wenn ihr den linken Weg geht, habt ihr den Vorteil, da steht es auch gerade, regeneriert zusätzlich 8 Fokus für 8 Sekunden. Das heißt, ihr seid vom Mob entfernt, euer Fokus ist leer, gebt dem die Taste 1, haut dem euer Schwert in die Fresse und dann bekommt ihr 8 Sekunden lang 8 Fokus. Sprich, ihr habt nicht auf einen, sagen wir mal, ihr habt nur einen Fokus verbraucht, um das Schwert zu werfen, habt ihr trotzdem 8 Sekunden Fokus, 8 mal Fokus über 8 Sekunden lang. Das ist relativ tricky zu erklären. So könnt ihr da mehrere Skills wirken, bekommt immer einen Punkt
Fokus trotzdem drauf. Also im Prinzip, wenn euch nur ein Punkt fehlt, sind die anderen 7 Punkte nicht verschwendet, sondern sie kommen alle mit der Zeit. Deswegen finde ich diesen Skill so gut. Ja, so praktisch im PvP zu verwenden, was ich euch gleich noch zeige, mit einem kleinen Cut dazwischen, dann werde ich mit dem Johnny noch in der PvP spielen, zeige euch die Kombos. Und wie gesagt, aufsteigender Falke, ganz wichtig, Skill, damit Fokus geht nie leer, den knallt da rein. Dann haben wir Überfall. Überfall, rechter Weg skillen, weil, steht doch direkt, Bewegungsgeschwindigkeit ist erhöht, 60%. Ist zum Beispiel gut, wenn ihr in der Klemme seid. Ihr werdet von einem großen Mob vielleicht gejagt oder so, wo ihr aufs Maul bekommt. Nimmt einen visierten kleinen Mob an, drückt die 2, haut dem anderen Mob voll aufs Maul und speedet in der Kampfstellung weg, weil ihr 60% schneller seid. Also ich benutze oft zum Escapen oder auch zum Betäuben, weil wie gesagt, wendet Betäuben gemeinsame Angriffe 2-mal an. Okay, den Satz raff ich nicht. Aber er betäubt für 2 Sekunden, sprich PvP gut und PvE. PvE, um Attacken jeweils von Bossmonstern eventuell zu unterbrechen oder ihn einfach zu stunnen und in die Luft zu heben oder in G-Grab zu nehmen. Und PvP, weil Stun und dann aufs Maul, ne? Ich glaube, das war es soweit schon fast. Genau, der Chi-Würgegriff. Den Chi-Würgegriff ganz einfach. Den linken Weg eins draufgeben. Es geht einfach nur um die Länge des Griffs. Normalerweise ist er 5 Sekunden. Wenn ihr das einmal so ein bisschen skillt, habt ihr in 6 Sekunden im Chi-Würgegriff. Und da der Chi-Würgegriff gerade im PvP zu dem hohen Burst-Schaden einfach dazugehört, eine Sekunde mehr Burst-Schaden, mehr Damage, mehr Gewinne. Mal ein bisschen Luft holen, Jungs. Dann haben wir auf Z, den stürmischen Wächter. Da skillt man den linken Weg, weil, Achtung Jungs, Resistenz gegen 5 zu einmal Schaden und Statuseffekte für 5 Sekunden. Sprich, wenn ihr das erste schon skillt, bekommt ihr anstatt nur einmal, ihr seid einmal safe. Wenn ihr den aktiviert, seid ihr safe mit vor allem nur Angriff. Habt ihr den ersten Punkt schon reingesetzt, seid ihr safe vor 5 Angriffen. Allerdings nur für 5 Sekunden lang. Aber es sind 5 Angriffe, gegen die ihr safe seid. Skillt ihr den ganz runter, bekommt ihr sogar noch 10 Lebenspunkte dazu, also 10%. Das ist für mich schon mal so ein i-Tüpfelchen. Weiterer Z-Skill. Und zwar Schwertsturm. Den müsst ihr so skillen. Ist eigentlich nur wichtig für PvP. Weil das ist euer Escape-Skill für den Chi-Grab. Kommt ein Gewaltenbändiger oder ein anderer Playdancer, er haut euch in den Chi-Grab. Könnt ihr Z drücken, seid safe, seid draußen. Und der Z-Skill ist halt auch noch dafür da, wenn ihr den im G-Grab habt, könnt ihr dann nochmal ein paar Schwerter draufwerfen und bla bla. Also im Prinzip hat der Skill, ist ein Skill, hat aber 2 Verwendungsmöglichkeiten. Benutzt ihr den im G-Grab, habt ihr natürlich auch für den Escapen-Cooldown. Also da muss man ein bisschen tricky aufpassen bei dem Skill. Klar, dann C, den Blitzhieb noch machen. Also den Blitzhieb habe ich so geskillt, dass während Hochspannung, also sprich während man ballert, erzeugt elektrischen Geist. Elektrischer Geist heißt, ihr könnt einmal F drücken heißt mehr G, heißt mehr Burst. Hochspannung für 10 Sekunden, sprich ihr habt 10 Sekunden lang Zeit, dem Gegner die Eier wegzubürsten, dass ihr nicht mehr wisst, wo oben und unten ist. Oh, und das war's dann schon. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Skill. Oh mein Gott, dieser Skill, ne? Der Doppelhieb. Er hat 2 riesige Vorteile. Erstens, wenn ihr den linken Weg skillt, könnt ihr den 3-mal hintereinander einsetzen. Der macht jemals, dreht er sich und macht so Schläge. Ihr könnt das direkt 3-mal einsetzen, den Skill. 3-mal für 3 Punkte, also von daher. Jetzt die Besonderheiten des Skills. Er entzieht dem Schaden, beziehungsweise den Schaden, den dem Gegner macht, bekommt ihr als HP wieder. Sprich, ihr macht dem Gegner 2k Schaden, bekommt genau diese 2k als HP wieder. Macht ihr das 3-mal hintereinander, sind 2, 4, 6k Schaden, 6k HP, boom, wieder voll. Besser geht's nicht. Und, jetzt kommt das i-Tüpfelchen, während ihr diese 3 Skills hintereinander durchführt, die schon so 2,5 Sekunden dauern, seid ihr komplett wieder immun gegen jeden Schaden. PvP gut, PvE gut, super Skill. Und ja, ich glaube, das war's schon, ne? Genau, Geist des Windes halt geskillt und hier elektrischer Geist. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht, ich hab's gemacht. So, dann werde ich jetzt einen kleinen Cut reinhauen, dann sehen wir uns gleich wieder beim Johnny wieder, dann zeige ich euch die ganzen Kombos. Und ja, schon mal danke fürs Zuschauen, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Und da sind wir jetzt wieder mit dem Johnny, ja? Hallo Johnny. Moin. Jetzt erkläre ich euch so ein bisschen die Kombos und so, was man da machen kann als Blade Dancer. Und der Johnny wird sich einfach ganz brav verprügeln lassen, oder? Wie immer. Kannst du bereit drücken dann. Und zwar folgendes, was ich immer meistens mache im Duell nicht... Na, also pass auf. Er startet jetzt. Am besten lauft ihr ein Stück zurück. In dem Moment kommt der Gegner eh auf euch zu. Dann springt ihr und drückt linke Maustaste. Vorteil, gestunt hinter ihm. Puff, Ende. Während ihr hinter ihm seid, könnt ihr, je nach Belieben,
ihn hochschlagen mit F. Dann kommt die 1 hinterher für Chi. Jetzt ist euer Chi wieder voll. Es wird nach der 8 Sekunden, dann wird es geladen, wie ich es euch schon erklärt hatte. Dann könnt ihr den Chi-Grab nehmen. Dann haut ihr die 2 raus. Und Linkslick, das ist euer größter Burst-Damage. Und dann noch F hinterher. F habe ich jetzt verkackt, weil ich zu langsam war. Was gibt's noch für coole Kombos? Dann habt ihr halt die Möglichkeit, Johnny, greifst du schon mit Auto-Tags an. Das Ganze mit Linksklick, beziehungsweise mit Tab. Greifst du mich überhaupt an? Ja, guck. Jetzt habe ich erfolgreich geblockt, er ist gestunt. Das habt ihr halt immer. Das ist beim Gewaltbändiger zum Beispiel sehr hilfreich. Er schießt auf euch. Ihr dreht euch einfach die ganze Zeit, haut ihm zwischendurch die 1 rein, damit euer Chi weiterhin voll geht. Und dann könnt ihr so im Prinzip her vom Gewaltbändiger alles blocken, warten, bis er gestunt ist, haut ihm dann die 2 rein, kloppt ihn hoch, drückt linke Maustaste 1, linke Maustaste, G-Grab hinterher, zack, G entziehen, rechte Maustaste, F hinterher und ihr habt den Burst-Schaden eures Lebens. Da, im Prinzip kann Johnny jetzt nicht mehr viel machen. Wie ihr seht, ich mache nichts mehr, ich kann auf Distanz bleiben, hau ihm noch die 1 hinterher, kann alles blocken. Jetzt hat er mich gestunt, die dumme Sau. Kann alles blocken, kann alles blocken. Und ja, das ist schon mal so das Wichtigste eigentlich. Viel blocken, viel defensiv gehen, das ist eigentlich das, was den Blade Dancer ausmacht. Defensives Spielen mit viel Blocken und Stunts. Was dann noch möglich ist, ist natürlich die linke Maustaste, euer Burst-Schaden. Das zeige ich dann besser in der nächsten Runde, weil da gehst du jetzt eh nämlich direkt drauf. Das im Prinzip ist, also Klingentänzer finde ich das einer der einfachsten PvP-Klassen, was Kombos angeht. Weil du hast halt, du bist im Prinzip ist das eine total feige Klasse durch diesen Tab-Skill. Weil, wie schon gesagt, Gewaltenbändiger ist total angearscht und was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr einen fast unbesiegbaren, wie nenne ich, Summoner, ne? Ne, Beschwörer nenne ich ja hier, habt, nehmt ihr die Katze auf 4 in den G-Grab, die Katze, schmeißt mit X weg und die Katze ist 30 Sekunden lang bewusstlos. Der Summoner, beziehungsweise der Beschwörer, hat auch keine Möglichkeit, die Katze aufzuwecken. Sprich, ihr könnt dem Beschwörer dann alles reindrücken, was ihr habt, weil die Katze ist das große Ding vom Beschwörer. Was soll ich jetzt noch zeigen? Genau. Den Burst-Schaden. Bursten tut ihr am besten auch erst, nachdem ihr einmal den aufsteigenden Falken benutzt habt, durch G-Generation. Jetzt haut ihr C rein, einmal rechte Maustaste gestunt und burstet euch. Seht ihr, wie schnell er runtergeht? Und kurz, jetzt ist er wieder. Oh, scheiße, passt schon. Also das ist im Prinzip, er hat jetzt die halbe HP weg durch 1,5 Skills. Ja, das ist halt das, ja, viel mehr gibt's zum Blade, dann ist eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Außer, ja, keine Ahnung. Im Prinzip sind die Kombos total easy, ich habe auch davor einen Assassin gespielt, der war wesentlich schwieriger. Ihr habt halt so viele Stunt-Skills, keine Ahnung, also es ist total easy peasy. Wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann ist halt noch der Z-Skill. Jetzt kann der Johnny mich angreifen, wie er will. 5-mal Schaden halte ich aus, es blockt einfach. Ja, 5 Sekunden lang halt nur, ne? Oder der V-Skill. Johnny, attackst du mich mal? Jetzt drücke ich V. Der Schaden wird mir als HP wiedergegeben und er konnte mir nichts anhaben. Es hat so ein komisches Geräusch gegeben, ich war ein bisschen unsichtbar. Und alles ist geblockt. Jetzt wollte er mich angreifen, hat einen Tab-Skill kassiert und ist direkt wieder gestunt. Also wie gesagt, das sind die großen Mankos eines, beziehungsweise großen Vorteile eines Klingentänzers. Viel Burst-Schaden, viel Blocken. Also PvP ist es, glaube ich, eigentlich unbesiegbar fast, ne? Was sagst du, Johnny? Also außer richtig gute Klingenmeister ist es echt. Berserker hauen einem gut die Fresse ein, ja. Ja, aber die packen auch die ganzen, also die packen auch die meiste Zeit nur und drehen sich wie bekloppt. Ja, das stimmt. Wenn sie im PvP keine Chance mehr haben, dann fangen sie sich an zu drehen. Ja, im Prinzip war es das jetzt schon, Jungs. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Was, ich glaube, nächste Woche oder in anderthalb Wochen ungefähr, wenn ich den Kung-Fu-Meister richtig raus, da werde ich dazu auch noch einen Guide machen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bewertet den Part und ja, wir sehen uns bei einer weiteren Runde Blade & Soul irgendwann machen. Ciao. Ciao.